16 Tage gegen Gewalt an Frauen. So hätte die schweizweit Kampagne gelautet, die vom 25. November bis 10. Dezember stattgefunden hat. Lanciert hat die Kampagne die feministische Friedensorganisation CFD schon im Jahr 2008. Dieses Jahr ist der Schwerpunkt auf den individuellen und kollektiven Weg aus der Gewalt gelegen. Sie zeigt, wie sich Frauen gegen Gewalt zur Wehr setzen können, wie sie aus Gewaltspiralen herausfinden und sie bricht mit dem Vorurteil, Gewalt teilt nur die anderen etwas angehen. Aus Liechtensteiner Frauenhaus hat bei dieser Kampagne mit verschiedensten Veranstaltungen mitgemacht. Zwar ist dort vor allem darum gegangen, Kinder und häusliche Gewalt, wo wir einen Film gezeigt haben von vier jungen Erwachsenen, wie es ihnen gegangen ist in der Kindheit mit häuslicher Gewalt. Sie sind sehr von häuslicher Gewalt betroffen gewesen und wo sie heute im Leben stehen. Wie sieht denn die Situation zurzeit bei uns im Land aus? Ich würde sagen, es ist so ein bisschen konstantes Wechseln, immer ein bisschen von Jahr zu Jahr, aber so im Großen und Ganzen bleibt es ungefähr gleich. Ich denke, es hat häusliche Gewalt hat schon immer gegeben und es wird tragischerweise leider auch immer geben. Uns geht es darum, um die Situation der Frauen und der Kinder zu verbessern und zu schauen, dass sie so schnell wie möglich eine Anlaufstelle finden und dass man den Gewaltkreislauf, die Gewaltspirale so schnell wie möglich kann durchbrechen kann. Der Wunsch wäre natürlich, dass man könnte sagen, in ein paar Jahren, es gibt keine häusliche Gewalt mehr. Aber wenn wir schauen, das Frauenhaus Liechtenstein feiert das als 20-jährige Jubiläum. Und wir haben in diesen 20 Jahren fast 1000 Personen bei uns, Frauen und Kinder, die stationären Schutz bei uns gesucht haben. Darunter sind genau 500 Kinder gewesen.